Hallöchen zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer entspannten Runde Sons of the Forest. Ja, ich bin hier zurückgerannt, wie gesagt, und wir gehen jetzt los. Es geht heute Richtung Solapit-Höhle und Hubschrauber-Absturzplatz. Hatten wir gesagt, noch ein bisschen was looten. Solapit nehmen wir auch noch mit. Aber wir gehen jetzt zu Fuß. Achso, eine Batterie haben wir ja schon. So. Einmal kurz Karte anpeilen. Okay. Mal schön zu Fuß durch die Wildnis latschen mal wieder. Machen wir eigentlich auch viel zu selten. Aber mittlerweile waren wir auch schon so viel unterwegs hier. Man kennt ja fast schon alles, ne? So, gehen wir mal zu dem Weg da und folgen dem Weg dann. Auf dem Weg ist ja immer was los, ne? Häschen, wir brauchen noch ein Häschen. Unser einer Hase ist jetzt einsam, leider. Ne, wer es nicht mitbekommen hat, vor 2 Folgen, glaube ich, habe ich festgestellt, dass leider ein Hase in unserem Käfig verhungert ist. Weil ich vergessen habe, den zu füttern. Tut mir auch sehr leid. Alles voll, Stöcke voll, Steine voll. Nur der geile Scheiß, den können wir noch sammeln. Batterien, Sprengstoff. Es gibt ja auch hier übrigens, das ist mir auch schon mal, das mache ich viel zu selten, also blocken ja generell. Ich habe mir ja schon angewöhnt, im Privatspiel blocke ich öfter mal. Ich bin gerade am Angewöhnen, kann man sagen, dass ich mir angewöhne zu blocken. Aber man kann auch direkt die Schläge wegblocken, wenn die zuschlagen. Das ist so ein ganz, das gibt so einen kleinen Knockback für den Gegner dann. Ne, der ist dann kurz mal so, dass man einen Moment hat zum Angreifen. Ach, Speer. Nein, wir brauchen ja Rehe. Wir brauchen ja keine Waschbären. Wir brauchen ja Rehe. Jetzt kommen wir auch langsam ins Rehgebiet. Und das heißt für uns erstmal die Flinte zücken. So. Gucken wir mal, ob wir hier mal das ein oder andere Reh erlegen. Auf jeden Fall können wir hier schön nochmal was mitnehmen. An Merch. Granätchen. Pillen haben wir alles voll. Oh ja. Blindenlaufgeschosse und 9mm Muni. Munition kann man nie genug haben, glaube ich, ne? Ich nehme mal noch. Dann sind hier im Gebüsch noch 2. Hier ist auch noch mal irgendwo einer, ne? Ah, hier. Der ist gut getarnt, ey. Sieht man kaum. Und das ist der letzte hier. So, 2 Isotape noch mal bekommen. Sehr schön. Jetzt schauen wir mal zwecks ein Reh. So. 4 Stück brauchen wir, ne? Ah, das sind eine ganze Menge. Aber es kann gut möglich sein, dass wir die hier zusammenbekommen. Wenn wir hier noch ein bisschen rumlungern. Natürlich schade ums ganze Fleisch, was ich jetzt denn liegen lassen muss, ne? Aber nur deswegen möchte ich nicht nochmal extra los müssen, weißt du? So. Da vorne ist ein Gegner. Ist es ein Mutant? Das ist ein Mutant, ne? Wartet mal ganz kurz. Ja, ach, der ist traurig. Der ist einsam. Der Arme. Nee, ich will ihm gar nichts tun. Der soll sein Leben da tristen, da hinten in der Ecke. Ne? Der soll mal sein Leben leben. So wie wir unser Leben dürfen. Wo sind die ganzen Rehe? Wo seid ihr? Ich weiß, dass ihr hier rumlungert. Ich weiß das. Ich kann ja vorne auch noch die 2 Kisten looten. Am See. Da ist ein Waschbär, den brauchen wir aber nicht.
Ah, der Herbst kommt langsam. Also der Herbst ist da, der Winter kommt langsam, ne? Man merkt, es wird auch sehr windig jetzt gerade. Und die Pilze wachsen. Das ist auch immer ein Zeichen für Winter. Da vorne ist ein Reh. Da. Platzschuss. Ah, der ging daneben, der zweite. Schade. Aber jetzt sind die natürlich alle gewarnt, die Rehe, ne? Gut, dann holen wir uns erstmal das eine. So, haben wir schon zwei. Von vier. Und ich glaube, mit dem Fleisch müssten wir jetzt voll sein. Leider. Wir könnten ein Trockengestell bauen und da das Fleisch mal aufhängen. Warum eigentlich verschwenden, ne? So, hier plündern wir auch noch schnell. Oh, die scheiß Fledermäuse. Die sind aber auch laut, ey. So. Ja, es wäre Verschwendung, ne? Wir kriegen ja jetzt wieder 6 Stück zusammen, wenn wir wieder 2 Rehe erlegen. Auf jeden Fall schleichen wir uns mal rüber zu den Koffern. Plane. So, wir hinterlassen keine Spur, wir laufen im Wasser. Fische will ich jetzt nicht jagen. Fischen, angeln, wie auch immer. Da ist ein Reh. Sehr schön. Die Frage ist, war es alleine? Ich glaube ja. Und wenn, dann sind die anderen jetzt eh weg. Oh, ach, da ist er. Gerade gedacht, jetzt, wo ist der Kollege hin? Cool, wenn wir jetzt noch einen Reh finden, dann haben wir unsere Mission vollbracht. Wir können ja auch erstmal reingehen, ein bisschen Solapit holen. Dann beruhigt sich das Ganze hier vielleicht ein bisschen. Und wenn wir wieder rauskommen, sind wieder Rehe da. Weil ich glaube momentan, wir haben jetzt alle verschreckt. Glaube ich. Manchmal spawnen sie ja direkt hinter einem. Ne? Da muss man sie manchmal umdrehen. Ja gut, ich sehe jetzt so nichts mehr. Okay, wir gehen in die Höhle. Wie gesagt, vielleicht sind ja wieder welche da, wenn wir rauskommen. Wahrscheinlich werden jetzt auch ein paar Mutanten nachgespawnt sein. Da bin ich mir relativ sicher. Waren schon ein paar Folgen nicht hier. Ah, hier gibt es auch noch Stopp. Sehr schön. Ja, und auch hier wieder ein Haufen Fleisch. Hier haben wir ja schon eine ganze Trockenfleisch, ne? Ist da was? Wir machen das mal so. Ah, jetzt hat er hier oben wieder das weggesammelt. Sollte er gar nicht. rohes Fleisch. Rohes Fleisch. Rohes Fleisch. So. Okay. Da haben wir jetzt mal ausgetauscht, das Trockenfleisch. Hier ist unser Matze, mein Matze-Gedächtnisstuhl. Grüße gehen raus. So. Schöne Idylle hier unten. Ne? So. So schön muckelig. Okay, gehen wir mal los, ne?
Brauchen wir jetzt die Taschenlampe? Ja, ne? Ich würde sagen, wir nehmen so ruhig meine Hand. Wieso nicht? Aber wir können auch zusätzlich noch die Pistole in die Hand nehmen zum Beispiel. Die hat ja auch nochmal die Taschenlampe dran. So, Seide haben wir viel zu wenig gefunden. Da hätte ich gerne ein paar mehr gehabt, ehrlich gesagt. So. Oh, Leuchtfackeln, hier sind noch ein paar Knochen. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Sehe ich da irgendwo welche? Irgendwie scheint es mir heute ganz schön ruhig zu sein hier drin. Das ist verdächtig. Da ist einer. Habe ich es doch gewusst. Naja, die spawnen schon nach. Auf jeden Fall. Kann mir einer erzählen, was man will. Jetzt ist mal die Frage, wie viel spawnen denn nach, wenn man so 100 Tage lang nicht hier reingeht? Ich meine, wir sind ja jetzt fast regelmäßig hier drin. So jeden, ja, ich würde sagen, jeden 10. Ingame-Tag. Sind wir dann schon hier. Wegen dem Solapit ja auch, unter anderem, ne? War auch gar nicht so lange her, dass wir hier waren. So, dann fangen wir mal an. Ich hoffe, ich locke jetzt nicht noch mehr an. Das ist auch doof hier oben. Muss man voll hochspringen. Ohne hochspringen kommt man da gar nicht ran, ey. Aber dann machen wir das halt, ne? Ich werde hier voll irre, ey. Okay, jetzt müssen wir hier noch ein paar Brocken rauskriegen. Oh, sehr schön. Mit dem letzten Erz hier sind wir durch. Okay, dann heißt es für uns wieder abhauen. Aber hier vorne wäre ja auch noch was gewesen, ne? Da kann man auch noch ein bisschen abbauen. Da. Okay. Ja, haben wir unsere Aufträge alle erledigt. Ich würde sagen, ab nach Hause. Ja, sind wir mal ein bisschen unterwegs gewesen. Jetzt zwar nicht viel los gewesen, aber gut, was soll's. Nächstes Mal wieder mehr in diesem Kino. Auf jeden Fall haben wir unsere Rehpelle. Wir haben unser Solapit. Und wir haben schön geplündert. Ach so, nee, wir haben ja noch nicht alle Rehpelle. Eins fehlt noch, ne? Jetzt hoffen wir mal, dass hier wieder ein paar Rehe sich gesammelt haben. Ist eigentlich immer der Fall, ne, wenn man dann so kurz mal eine Weile weg ist oder so. Ja gut, wir haben auch wenig Tiere eingestellt. Also es kann sein... Ah, da ist eins. Wollte ich gerade sagen, es kann sein, dass vielleicht... Ach nö, komm. Ach scheiße. Er misst meine Entschuldigung. Ah. Ich wollte gerade sagen, es kann sein, dass gar nicht so viele Rehe spawnen mehr hier. Wenn ich die erstmal verjagt habe, dann sind die erstmal weg, glaube ich. Ja, ich gehe jetzt aber nicht ohne das Reh. Das letzte Reh möchte ich jetzt auch noch haben. Schade. Das ist ein Hase, ne? Ja. Vielleicht müssen wir mal zum Absturzplatz hoch. Die haben sie alle zum Absturzplatz hochgetrieben. Ich habe ein Reh gehört. Da, das Rehe. Überall Rehe, da oben ist ein Reh. Bleib hier, ich hab dich. Sehr schön. So, haben wir unsere Rehmission auch erfüllt. Aber ich habe auch gerade schon... eine Blindschleiche gehört.
Ich glaube, wir haben gleich Problem mit einer Blindschleiche. Da unten kommst du. Ja, der hat mich jetzt natürlich mitgekriegt, dass ich hochgerannt bin. Komischerweise. Ich wollte ihn sein Dasein hier in Ruhe fristen lassen, aber er wollte nicht. Das war bestimmt der von oben am See vorhin. In der letzten Folge, glaube ich, war das. Na gut. Ach, wir können ja gleich von hier oben starten. Natürlich, wieso nicht? Wir haben alles. Wir haben alles erledigt. Und ab nach Hause. Ich hoffe, wir schaffen es noch, bevor es dunkel wird. Fällt mir gerade auf. Oh, schwupp. Ups. Oh shit, ich stehe oben auf dem Baum. Ey, das habe ich auch noch nicht geschafft. Das ist ja geil. Guck mal. Das war voll die Punktlandung auf der Tanne, ey. Das ist ja geil. Ich muss jetzt aber wieder runter, leider. Ich kann sogar ein klein bisschen hin und her laufen hier oben. Na gut, jetzt ist vorbei. Ach, das ist ja lustig, ey. Also, auf der Tanne bin ich auch noch nie gelandet. So, dann sind wir nochmal hier oben. Und springen nochmal ab. Und holen nicht ganz so viel Schwung. Vielleicht. Obwohl, es hat ja nicht am Schwung holen gelegen. Es hat einfach daran gelegen, dass eine Tanne im Weg war, ne? Oh, da sind wir auch schon gleich zu Hause. Das ist nur ein kurzer Weg, ein Glück. Hui. Da sind wir wieder. Tada. So, schön sieht's aus, das Häuschen. Jetzt merke ich aber gerade, ich würde ganz gerne noch zwei Fenster da oben reinmachen. Na komm, da hängen wir erstmal unser ganzes Zeug auf, was noch nicht getrocknet ist. So. Wir hauen mal oben zwei Fenster rein. Einfach nur so, weil wir es können. Und zwar hier. Und da drüben. So. Mal aufmachen, die Dinger. Sehr schön. Wie sieht es denn aus mit Stöcke? 10. Dann können wir nochmal 10 Stück mitnehmen hier. So. Und jetzt, Virgie, können wir unsere Couch fertig bauen. Dankeschön. Danke dir. So, komm, Virgie. Wir gucken mal nach der Couch. Oh, sehr schön. Oh, guck mal, der Hase hat ein Blatt weggefuttert in der Zeit, in der wir ihn letztes Mal gefüttert haben. Ja, geil. Die Couch fertig, ne, Inneneinrichtung steht soweit. Das kann gut werden, sag ich mal. Wir haben keine Bauliste mehr offen. Ist das was geil? Ich glaube, das hat man schon lange nicht mehr, ne? Und mir fällt gerade ein, wir hätten ja schön zurück... Ich habe gerade Creepy Virginia gehört. Oder Dämon? Warte mal. Virgie, hast du das auch gehört? Ah, Creepy Virginia, Tatsache. Da ist sie, die Kleine. Na, da muss man aufpassen. Die kann zwar weit springen, so weit zwar jetzt nicht, aber weit. Also, wir können ja mal ein Stück nah rangehen, ne? Moin! Kennst du mich noch? Aus dem ersten Teil? Oh, ich höre noch jemand.
Sie ist nicht alleine. Halt doch mal um, bitte. Danke. Da ist Armsi noch. Ich glaub's nicht. Der liebe Armsi ist auch dabei. Sind sie bei dem Doppelpack hier unterwegs. Sehr schön. Moin, mein Bester. Hi, kennst du mich noch? Ja, oh ja, wie er sich aufregt. Wie wütend er schon wird, nur weil ich ihm ein paar Pfeile reindumsel. Aber er ist ja auch selber schuld, wenn er nicht kommt, ne? Boah, ich hab nichts gesagt. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Komm, ich mache aus dir einen gespickten Metzigel. Oh, 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 oh. Jawohl. Erledigt den Freund. 19 3D-Pfeile hat er drin stecken gehabt. Nicht schlecht, der Specht. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay. Ich höre die ganze Zeit Schritte, aber das ist Virginia hinter der Mauer, ne? So, komm, wir machen mal auf, Spazi. Entschuldigung, dass ich jetzt ohne dich Spaß hatte. Ne, es tut mir leid. Aber das musste jetzt mal ganz schnell geschehen. Keine Totenschädel? Glaube ich gar nicht. So, ja, die Nacht bricht rein, ne? Wir können ja mal ganz kurz schon mal was anzeichnen. Für einmal den Carport, den würde ich ganz gerne so in der Nähe vom Tor haben, logischerweise. Ne? Da überlege ich gerade mal, ob wir jetzt den hier so ranbauen an die Palisaden. Der soll auch nur klein, der soll jetzt nicht groß werden eigentlich. Aber ich brauche auf jeden Fall mal ein Viertel Stamm. Fällt mir ein. Das zeige ich euch gleich wieso. So. Also. Ich kann den jetzt hier hinsetzen und dann habe ich die Möglichkeit, auf dem Viertelstamm mein Podest zu errichten, ne? So. Achso, ein bisschen gerade sollte es schon sein, sorry. Ja, so kann man es lassen. Und wenn ich jetzt hier noch einen hinlege, hebt er mir den automatisch um Viertel hoch, weil den schenkt er mir praktisch. Und wenn ich jetzt den wegnehme, kriege ich mein Viertel wieder zurück. So. Und habe die alle auf ein Viertel erhöht und muss jetzt auch keine Viertel mehr opfern. Keine Viertelstämme mehr, sondern kann jetzt ganz getrost mit normalen Baumstämmen weiterbauen. Ja, guckt. Das machen wir noch kurz. Noch sehen wir was. Noch haben wir Licht. So. Und ich würde sagen, der Carport, der sollte so vielleicht 3x3 sein. 1, 2, 3, das sind schon 4. Ja, dann machen wir 3x4. Ich meine, ich habe nicht vor, jetzt da 10 Golfautos drin zu parken oder so. Soll einfach nur das eine Golfauto drin stehen und vielleicht eine kleine Ablage irgendwie für den Roller noch. Kann man auch noch machen. Ja, wir müssen langsam ins Bettchen, ich weiß, es wird dunkel. Virginia sagt uns schon Bescheid. Kommt rein. Ja, ich komme gleich, Virgie. Will ganz kurz mal, ups, ich will ganz kurz mal die Breite abschätzen hier. Ja, das müsste hinhauen. Müsste reichen, sage ich mal. Für den Carport. Ja, alles gut. Komm, wir bauen mal eine Packel. Hier fängt der Carport an, dann machen wir sie daneben. So. Okay, dann gehen wir mal ins Bettchen. Ne? Aber ich würde auch sagen, das war es dann auch erstmal hier heute gewesen. Ne, morgen gucken wir mal. Schöne Lootrunde haben wir heute gehabt, auf jeden Fall. Ne, morgen gucken wir mal, dass wir vielleicht mal wieder die Maschinen anschmeißen. Wäre auch eine Idee, ne? Ach, guck mal, der Greg, den hatte ich völlig vergessen. Das wäre auch eine schöne Idee, so, ne?
die Maschinen mal wieder anschmeißen, ein bisschen Spaß haben. Wir haben ja alles bestückt, also theoretisch können wir das machen, nächste Folge. Normalerweise mache ich es, weil ich Mutantenhaut brauche, aber machen wir es jetzt auch mal aus Spaß, ne? Gut, ja, dann danke fürs Dabeisein und seid in der nächsten Folge bin ich wieder mit dabei. Ach so, und gerne liken und kommentieren, ne? Das freut mich natürlich immer. Klickt auch gerne auf Abo, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr, die ich hochlade. Und ihr unterstützt mich damit ein bisschen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.